Und damit herzlich willkommen zu New Super Mario Bros. Deluxe für die Switch. Erst neulich erschienen, ist ein Remake von New Super Mario Bros. U. Und ich selber habe es noch nie durchgespielt, habe es mal angezockt. Welt 1 habe ich mal geschafft, aber mehr auch wirklich nicht. Den Luigi-Teil, also das Luigi-DLC, habe ich durchgespielt, aber auch nicht zu 100%. Und in dem LP werden wir alles mal zu 100% probieren. Zudem werde ich es versuchen, besser als den DS-Part zu schneiden. Heißt, wenn wir Münzen übersehen, hole ich die einfach am Ende vom Part nach. Ansonsten, keine Ahnung. Wir werden ausgelacht. Ja, moin. Ich habe gedacht, das kann man jetzt einfach perfekt hinten dran hängen. Eigentlich wollte ich jetzt mit Zelda starten, aber das hat mich ziemlich abgefuckt. Tatsächlich. Gründe dafür sind unter anderem, mein Elgato hat nicht in MP4 aufgenommen, sondern in irgendeinem anderen Format und das wurde von meinem Schnittprogramm nicht angenommen. Ich hätte es umdesignen können, aber also umkonvertieren können, aber ich hätte dann wahrscheinlich 10 Stunden gebraucht. Ich hatte sogar das Video schon auf YouTube oben, habe mir so gedacht, yo, endlich, weil UHD 60 FPS dauert halt ein bisschen länger zum Hochladen. Und schlussendlich war mein Kommentar im Hintergrund nicht dabei. Und ich denke mir so, hey, Arschloch. So. Wir sammeln einfach alle Sternmünzen und... Secret. Wow, nur Münzen. Ich hasse es in den neuen Mario-Teilen so. Vielleicht werden wir irgendwann noch den Wii-Teil spielen, aber wahrscheinlich nicht. Ich hasse die Wii-Version davon, tatsächlich. Wie soll ich sagen? Oh, kacke. Der DS-Teil war halt echt das letzte, was ich gespielt habe. Und dann habe ich ganz, ganz lange kein 2D-Mario mehr gespielt. Da müssen wir hoch. Ist da die zweite Star-Coin? Wir haben wahrscheinlich eine übersehen. Könnte ich mit euch wetten. Nein! Nein! Dein Ernst? Ja, moin. Fail im ersten Level? Ja, moin. Kann man sich mal geben. Ist hier noch so ein Pilz? Gut. Zum Glück sind sie am Anfang noch so ein bisschen großzügig. Nachher sind sie nur geisteskrank. Wir werden auch nachher mal zu Luigi wechseln und zu Toadette und zu Mopsy und man kennt sie alle. Vielleicht werde ich das Luigi LP gerade hinten dranhängen. Dann hätten wir die 2D-Marios mal durch. Bis Mario Maker dieses Jahr erscheint. War das jetzt die dritte Münze? Lol. Als ob ich so kacke bin im Münzen suchen in dem Spiel. Und als ob wir 5 Minuten fürs erste Level brauchen. Jetzt, wart mal. Hier muss es doch irgendwo runtergehen. Wir haben irgendwas übersehen. Auf irgendeiner Röhre. Irgendeine Röhre muss es doch reingehen, oder? Oder? Ja, gut. Huh, Glück gehabt. Ist es sogar hier? Es ist sogar hier. Ich bin so kacke in den 2D-Marios mittlerweile. Auf dem DS-Teil war ich richtig gut, weil ich den auch gesuchtet habe, wie weiß Gott was. Ja, meine Kindheit war einsam und traurig, aber okay. Eben deswegen bin ich bei den neuen Marios auch nicht so gut. Da hast du viel mehr Items und was weiß ich alles. Vor allem die versteckten Sequenzen regen mich so auf.
wo man auf Anhieb nicht so sieht. Was mich auch aufregt, sind die Cooperlinge die ganze Zeit. Oh! Also eben beim DS-Teil gab es ja noch so individuelle Bosse. Die haben wir jetzt hier nicht mehr. Was ich recht schade finde. Also wenn man das mal gegenüberstellt, früher hatte man so eine Raupe, die aus dem Boden kam und so. Und hier hat man nur diesen Bum-Bum oder wie der heißt. Und die Cooperlinge. Finde ich schade. So, Level Nummer 2. Hier gibt es meistens ein Secret Exit, also so gut wie immer. Was eigentlich recht gut für Speedrunner ist. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt mal beim Eichelpilz. Weil ich glaube, den braucht man für den Secret Exit hier. Wo er ist? Keine Ahnung. So. Ah doch, ich weiß glaube, wo er ist. Oder? Wow. Vom Grafikstil finde ich es auch nicht so schön. Tatsächlich. Da fand ich Super Mario World bisher am besten. Es hat halt was Individuelles. Und mittlerweile sieht die Mario-Reihe irgendwie nur noch wie Plastik aus. Traurig, aber wahr. Geht's da runter? Da geht's runter. So. Und tschüss. Okay, hier gibt's echt nichts. Wow. Was sie hier aber in den Parts besser gemacht haben, ist es nicht so itemabhängig, was Minipilz etc. angeht. Ja, moin. Das war jetzt richtig random. Ich wusste nicht mal mehr, dass da eine Ranke ist. Also ich habe ja die erste Welt gespielt, aber... keine Ahnung. So. Oh, hier oben geht's lang. Ah, genau, das ist der Secret Exit. Der ist so lächerlich. Wie soll man darauf kommen? Wie? Man hat keine Anhaltspunkte. Was zum Fuck? Es ist so lächerlich. Da unten ist übrigens noch die dritte Starcoin. Man hat es immer in Welt 2, dass man hier irgendwo oben drüber kann und so, aber das ist echt traurig, finde ich. Meiner Meinung nach. Naja, Secret Exit ist gefunden, obwohl ich keine Ahnung mehr von dem Level hatte. Holen wir uns noch die Starcoin und machen mal weiter. Mein Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, die Hälfte so zu schaffen, also bis zu Bum Bum zu kommen. Vielleicht machen wir die beiden Level noch. Oder das Secret Level. Oh shit, die dramatische Musik. Er hat nur die Flaggen ausgetauscht. So, wechseln wir mal. Wir können ja hier wechseln. Setzen wir mal Luigi ein, der wurde im anderen LP ja gar nicht eingesetzt, obwohl es den dort auch gibt. Den habe ich ja gar nicht gezeigt. So. Ich finde Luigi eh sympathischer als Mario, gebe ich ganz ehrlich zu. Er hat halt viel mehr Charakter. Es ist so der unterbezahlte Hilfsarbeiter. Von den zwei Mario Bros. Sein Nebenjob ist übrigens Toilettenputzer beim Aldi. Ansonsten kommt er nicht über die Runden. Oh wow, lol. Hey, ich habe gerade mehr Glück als Verstand, ohne Witz. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Aber der Secret Exit in dem Level ist halt echt lächerlich.
Zum Glück konnte ich mich daran erinnern, weil... Hey, wie soll man darauf kommen? Es ist... Es ist, meiner Meinung nach, ist traurig. So. Genauso wie die dritte Starcoin. Und sowas im zweiten Level. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt davor noch nie so ein Mario-Teil gespielt. Und dann wollt ihr zu der Röhre und da denkt euch so, hä, was zum Fuck? Und dann... Es ist so random. Es ist einfach so random. Wie kommt man da am Anfang drauf, dass man da eine Stampfattacke machen soll? Ja, moin. So, Hauptsache wir haben das Level zu 100%. Ganz ehrlich. Oh, lol. Und wieder mehr Glück als Verstand. Man kennt's. Also ich kann mich bisher nicht beschweren. Wir sind im zweiten Level und gehen schon die ganze Zeit fast drauf. Naja, jetzt haben wir gleich unseren ersten Bossfight. Dann geht es schon easy. Easy peasy. Wir schlagen uns bisher ziemlich gut, also von dem her. Ich kann mich nicht beschweren. Luigi muss sich halt jetzt noch ein paar extra Moneten verdienen. Sonst bringt er seine 10 Kinder nicht über die Runden. Oh. Ja, moin. Geht es auch wieder hoch? Tatsache. Das ist ja traurig gewesen. Gerade mal Selbstmord. Wir behalten die Feuerblumen. Meistens gibt es in so Castles Eisblumen. Aber die Feuerblume ist einfach stärker, finde ich. Und ist da was? Nein. Ist hier was? Man muss hier halt jede scheiß Wand abchecken. Und das hasse ich so an den neuen Mario-Teilen. Es ist so ranzig. Oh, da ist noch eine Starcoin. Hey, wie kommt man da rüber? Wow. Ja, moin. Och, Mann. Kommt man da mit einem Sprung auf den Knochen trocken? Echt hoch. Was? Dein Ernst? Ja, moin. Ich sage jetzt mal dazu nichts. Das war jetzt so richtig random, dass ich da drauf gegangen bin. Ja, ansonsten hätte man auch von hier runter springen können. Ja, die Starcoin ist auf jeden Fall machbar. Aber die Frage ist jetzt einfach nur, wo ist die dritte? Du. Ist die hier gerade in der Nähe, oder? Wie sieht's aus? Oh lol. Die ist sicher hier. Nein! LOL! Ha! Erster Tod. Wow. Ich habe gedacht, das ist ein Secret. Das ist fies. Man sucht halt echt jede scheiß Wand ab, weil man sich halt so denkt, yo, da könnte was sein. Yo, da ist safe was. Da ist sicher eine Starcoin oder was weiß ich. Pixel-Luigis gibt's auch in jedem Level, aber die suchen wir nicht. Das sind nette Easter Eggs, aber... Man braucht sie nicht für die 100%. Schnell hier rüber, sonst werden wir wieder verquetscht. Hier ist was. Dein Ernst? Danke. So, alle guten Dinge sind drei. Nehmen wir am besten das Ding. Boah, Stress. Wie viel. Jetzt spammen sie so langsam den Gegner. Ich finde die neuen Super Mario-Teile echt schwieriger. Hier ist meistens noch ein versteckter Block. Das weiß ich noch vom Wii-Teil. Da haben sie es nämlich eingeführt. Dass kurz vor Schluss immer so ein versteckter Block ist, wo man sich nochmal kurz pushen kann. Für die Bosse. Ach, sei nicht so schockiert. Ach, der wird auch gespammt. Sie hätten die Cooperlinge als Zwischenbosse einführen sollen. Und als Endbosse irgendwie so individuelle.
Es gibt ja mittlerweile genug Hacks, die einfach individuelle Bosse machen. Und da denke ich mir so, hä, warum macht das Nintendo nicht, wenn das irgendwelche Fans machen? Wow, das war knapp. Das finde ich halt schon traurig. Weil erstens hätten sie das Geld dazu und zweitens die Rechte. Also ja, keine Ahnung. Viele, die so Fanhacks machen, haben ja nicht mal die Rechte dazu. Deswegen werden die Fanhacks auch wieder runtergenommen. Naja, wir machen im nächsten Part weiter. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann blast mir einen Schuh. Tschüss und bis bald.